Oh, wieder ein KuchTV-Video, wie Simix immer noch seine Zuschauer betrügt. Was hat der jetzt schon wieder angestellt? Diese Spaghetti sind echt lecker. Und damit herzlich willkommen zum heutigen Video. Mir ist dieses Nanolief-Ding hier runtergefallen und jetzt ist diese Schaltzentrale da kaputt. Die werde ich in den nächsten Monaten ersetzen. Ich hoffe, es fällt euch auf. Ich wollte schon vor Ich einiger hoffe, Zeit. es fällt euch auf. Ja, heute ist mir auch so was Ähnliches passiert. Und zwar wegen der neuen Facecam hat ja ursprünglich vor, das V umzupositionieren, damit das genau hinter mir ist, ne? Und dabei ist mir aufgefallen, dass diese Klebebänder, diese Klebestreifchen extrem robust sind. Also die hängen da so richtig krass an der Tapete fest. Und ich habe versucht, das abzumachen. Und ich habe wirklich versucht, das vorsichtig abzumachen. Aber da reißt die Tapete mit. Und dann dachte ich mir so, oh fuck, fuck, ich habe die Tapete mit abgerissen. Holy shit. Und deswegen bleibt das V da jetzt. Weiter Zeit geht's. ein Update-Video zu der ganzen Simex-Thematik machen. Und jetzt hat er mir tatsächlich die perfekte Vorlage in einem neuen Video gegeben. Real Talk über Hater, Fake-Videos, Geld. Und Leute. Da hat jemand geschrieben, wenn Juk Simix, er trägt kein IB. Ja, die Sache ist, trotzdem will man gerne gucken, was Nicht-IB-Trager so machen auf der Welt. Nur weil ich alles dafür tue, um meiner Mom ein Haus zu kaufen, beleidigen Leute mich, wünschen mir teilweise den Tod. Ah ja, natürlich, Alter. Ich glaube nicht, dass das der Grund ist. Du hast wahrscheinlich ein paar andere Sachen gemacht, die Leuten negativ aufgestoßen ist. Also ist jetzt nur so ein Gedanke, ne? Also ob das da wirklich der Fall ist. Die Leute beleidigen dich natürlich deswegen, weil du deiner Mutter ein Haus kaufen willst. Ungefähr so hier wahrscheinlich. Oh, als ob der seine Mutter ein Haus kauft, Digga. Wie kann man denn so dumm sein? Jeder weiß doch, dass man in P2P-Kredite investieren sollte. Und schlaf genug. Das macht mich aber aggressiv. Die Mom hat das nicht verdient. Damit du nicht müde bist. Wie kann er das und das machen? Er hat schon so und so viele Fehler gemacht. Wenn ich will, mache ich 20.000 weitere Fehler. So, wer bist du dann, dass du nach 2 Jahren, nachdem das passiert ist, gefühlt ein Flashback-Video darüber machst und darüber urteilst? Wer bist du? Erstmal stellt sich für Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Würde Jump Rope sagen. Ja, Simix soll nicht rumheulen. Die Sache ist, wenn du Scheiße baust, ja, du kannst natürlich sagen, ja, ich mache noch 20.000 Fehler auf YouTube, aber dann rechne mit Backlash. Was geht ab, Jakob? Dankeschön. Dann heul nicht rum, wenn Leute sich beschweren, wenn Leute dich kritisieren. Für mich hier die Frage, wer muss ich denn sein, um meine Meinung öffentlich posten zu dürfen? Naja, ich kann es dir sagen, im Grundgesetz einfach nur ein Bürger des deutschen Staates. Mal abgesehen davon, wer bist du eigentlich, dass du Wer dir bist rausnimmst, sich du? als was Wer Besseres bist du? hinzustellen, über den man nicht urteilen dürfte? Wen er hier meint, ist natürlich auch nicht ganz ersichtlich. Ich nehme einfach mal an, dass er halt entweder Alpha Kevin oder Just Nero meint, die halt beide Videos über ihn erstellt haben. Aber ich meine, das ist eh vollkommen Oder egal, weil du bist eine KuchenTV. Person des öffentlichen Lebens und es ist natürlich absolut erlaubt, über dich zu reden. Vielleicht würde man solche Videos über dich ja auch nicht mehr machen, wenn du nicht solche Dinge hier versprechen würdest. Oh, Aber ich damn, sag the dir ganz power, ehrlich, Dankeschön, Digga, Marshall fang doch Leute, einfach guck mal an, TV. guten, gescheiten Content zu bringen, egal ob die Videos 100 oder 200.000 Klicks weniger haben. Verstanden, Verstanden. meine Videos werden jetzt besser. Es sieht einfach aus wie ein Intro. Verstanden. Meine Videos werden jetzt besser. Gott, Digga, das ist halt so unangenehm zu lesen. Vor allem stellt sich natürlich die Frage, was hat sich eigentlich seitdem geändert? Ich meine, das ist ja auch schon ein paar Monate her. Naja. Es geht ja nicht irgendwie darum, dass seine Videos schlechter oder besser werden. Es geht einfach darum, dass er aufhören soll, diese ganzen problematischen Sachen zu machen. Ich finde das irgendwie komisch, dass Erfolg immer daran gemessen wird, wie viele Klicks man macht. Oder dass, keine Ahnung, beispielsweise Sympathie oder was auch immer daran gemessen wird, wie viele Klicks man hat. Das ist so dumm. Ja, ich kann es euch sagen, halt überhaupt nichts, um ehrlich zu sein. Seine Videos sind halt wirklich kaum geschnitten. Zum Beispiel das magische Miesmuschel bestimmt alles in Fortnite. Das Heftigste ist halt schon so ein Effekt hier. Skin. Magische Mie. Wow, was war das denn für ein krasser Effekt, Alter? Steven Spielberg am Start oder was? Auch geil finde ich übrigens seine Meinung zu Mädchen. Magische Miesmuschel, findest du diesen Gegner auch lächerlich, dass er die ganze Zeit vor mir wegläuft? Auf willst du hinaus? Ja, dass er einfach ein Mädchen ist. Der Ja, klar, scheint doch Digga, natürlich, Mädchen. weil Mädchen natürlich grundsätzlich immer weglaufen, weiß man ja. Also wenn bei Simex die Mädchen immer weglaufen, würde ich mich fragen, woran es liegen könnte. Auch davon abgesehen sind die Videos Was halt ab? wirklich Davor richtig schön. langweilig erstellt. Ich meine, es sind keine Cuts drin, keine Musik, keine Zooms. Ich meine, selbst der Facecam-Hintergrund ist halt der langweiligste, den es gibt. Er spielt, cuttet dann die Szenen weg, wo nichts passiert und lädt das dann einfach genauso hoch. Und damit macht er 15 Millionen Klicks im Monat. Ich Nice. glaube, ich starte auch bald einen Fort. 15 Millionen? What the fuck? Fuck, warte mal, ich will mal eben kurz auf sein. Oh mein Gott, nimm Danny Phantom aus dem Profilbild. Das war damals meine Lieblingsserie. Du kleiner Go! So. Aber jeden Tag ein Video ist strong. Okay. Ist ja doch Ehre, wenn er so viele Klicks hat. Ich habe ja vergessen, dass, wenn man viele Klicks im Monat macht, dann ist man ein guter YouTuber. Allerdings hat er wirklich ein sehr krasses Video auf seinem Kanal. Und zwar 10 Arten von Fortnite-Spielern. Ich meine, er sagt ja auch das hier am Anfang. Leute, was geht? Heute gibt es einfach 10 Arten von Fortnite-Spielern. Das ist ein richtig aufwendiges Video. Im ganzen Video sind da wirklich 10 Cuts oder so drin.
Und das Video ist halt saumäßig langweilig. Ey, das ist ein super aufwendiges Video, Leute. Ich habe da wirklich einen Blockbuster für euch vorbereitet, denn heute habe ich 10 Cuts im Video und nicht 9. Ja, ich weiß, ich musste mich jetzt überwinden, aber die Qualität geht vor, Leute. Ihr seid mein An und alles, deswegen habe ich mir heute ein bisschen mehr Mühe gegeben. Und auch überhaupt nicht komisch. Ich meine, guckt euch mal sowas hier an. Krank, das war Comedy Gold. Das war Comedy Gold 100. Oder das hier. Wenn ich sterbe, kaufe ich mir einfach wieder den ganzen Shop. Danach geht's mir wieder besser. Aber schaut mal, ich bin so reich, ich kann ihn einfach... Och, Mann. Na, also wenn das kein super aufwendiges Video gewesen ist, dann weiß ich aber auch nicht. Oder auch sein Video, ich streamschneide Türke, bis er komplett ausrastet. Also geiler Titel natürlich schon mal, aber dem Stream... Das muss man nochmal schreien, weil das ein Caps ist. Ich streamschneide Türke, bis er komplett ausrastet und den Stream beendet. Fortnite Deutsch. So muss man das vorlesen. Buch TV. Du Banause. Also geiler Titel natürlich schon mal, aber dem Streamer fällt halt nicht mal auf, dass er eine Sprachnachricht versendet in der Kontaktauswahl bei WhatsApp. Bei meinen Videos bringt's auch so. Und das ist halt wirklich in jedem Video der Fall. Auch beim Clickbait ist er halt wirklich ganz weit vorne mit dabei. Zum Beispiel sein neuestes Video. Fortnite TikToks, die verboten sind. Ich meine, er reagiert halt einfach auf einen Zusammenschnitt von Fortnite TikToks. Ich meine, das hat gar... Warum sind die verboten? Hä? Sind die verboten? Ich glaube nicht, oder? Nichts mit irgendwie verbotenen Dingen zu tun oder sonst irgendwas. Das ist einfach nur eine Reaction. Oder auch, ich... Man behauptet das so einfach. Also ich mache ja auch ab und zu so TikTok-Reactions. Und ab und zu mache ich Videos daraus. Ich glaube, mein nächstes TikTok-Reaction-Video nenne ich so TikToks, wo der Urheber gestorben ist. Obwohl ich das überhaupt nicht weiß. Ich mache es einfach. So schreibe ich... Das wird im Titel sein. Wurde gebannt. So läuft das heutzutage. Er wurde halt einfach gar nicht gebannt. Er wurde aus wettkampforientierten Spielen ausgeschlossen, weil er gesmurft hat. Für 14 Tage. Das ist halt überhaupt nicht das, was im Titel steht. Auch geiles Video ist, Wannabe zeigt sich Fortnite. Geiler Titel auf jeden Fall an dieser Stelle. Wannabe ist ein YouTuber, der sich bisher noch nicht gezeigt hat. Natürlich kann man damit halt ganz gut Klicks ziehen. Und am Anfang des Videos... Okay, lass mich kurz überlegen. Also... Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und behaupte, dass er sich nicht wirklich gezeigt hat. Sagst du dann halt Folgendes. Hey Mann, ich bin Wannabe. Wie geht's euch, Alter? Nein, Spaß. Das ist auf jeden Fall eh ein Bruder Shorty. Aber er... Das ist so, als würde ich ein Video drehen und sagen, ey, neben mir ist GLP. Hallo, ich bin GLP. Spaß, Leute. Es war in Wirklichkeit Jonas. Komm rein, Jonas. Und dann nicht das Video mit GLP im Stream? Kann halt einfach wie Wannabe reden, das ist so krank, Mann. Also schön wieder die Zuschauer verarscht. Na, ganz klasse auf jeden Fall, was du da machst. Übrigens könnt ihr... Ich schwöre, wir haben das am Anfang nur gemacht, weil es im Vornherein geplant war, das Video so zu nennen. Real fucking talk. Diese ganzen Videos für irreführende Titel und Thumbnails melden. Nur so, ganz nebenbei. Und weiter geht's natürlich auch direkt. Standardskill will in meinen Fortnite-Clan. Stimmt halt auch wieder nicht. Er macht sich halt die ganze Zeit über Z-Max und sein Clan lustig. Und Z-Max regt sich ja quasi darüber auf, weil er sich darüber lustig macht. Dieses Video ist halt darüber hinaus auch so wack, das hat fast schon eigenes Werk verdient. Also ich meine, scrollt einfach mal durch die Kommentare, die haben eigentlich schon gesagt, was für ein Bullshit er da eigentlich labert. Aber auch abgesehen von diesem Clickbait hat er danach halt noch ein Video zu Standardskill gemacht, wo er wieder ein bisschen gelutscht hat, weil ihm wahrscheinlich einfach nichts mehr eingefallen ist. Warte mal, wie war die Bewertung? 61%. Und er sich wieder bei der Community von Standardskill als Ehrenmann hinstellen möchte, damit die ihn nicht komplett abgeschrieben haben. Du bist ein wirklicher Ehrenmann, mein Junge. Hat ja gut funktioniert. Hat gut funktioniert, wie man im Like-Dislike-Verhältnis gesehen hat. Ich könnte halt wirklich jetzt den ganzen Tag so weitermachen mit seinen Videos. Aber ich denke, was ich sagen möchte, ist jetzt schon ganz gut rübergekommen. Das ist halt auch nicht das Einzige, was an Z-Max so verwerflich ist. In diesem Video, wo wir am Anfang schon drüber gesprochen haben, versucht er sich halt auch richtig ekelhaft als Ehrenmann hinzustellen. Und zwar mit diesen Ausschnitten hier. Oh. Wie viel Zeit ich geopfert habe, nur dass es meiner Fam und den Menschen um mich rum besser geht. Vor ein paar Tagen meiner Mutter für 2500 Euro einen Kühlschrank bestellt. Was ich auch... Jetzt mal ohne Spaß, also es wundert mich, dass er da keine traurige Musik eingebaut hat. Vor ein paar Wochen gemacht habe, meinem kleinen Bruder so zum Beispiel einen Gaming-PC für 3000 Euro zum Geburtstag geschenkt. Okay, er will... Okay, Freunde, ich nehme alles zurück. Ich werde ihn abonnieren, das ist der beste YouTuber. Jetzt also klar machen, dass er alles der korrekteste und ehrenhafteste Typ der Welt ist, weil er 5500 Euro für seine Familie ausgegeben hat. Mal ganz abgesehen davon, dass er den Gaming-PC ohne große Probleme auch einfach von den Steuern absetzen kann. Aber ein Zuschauer hat es eigentlich schon richtig zusammengefasst. Ja, ja, mit sechsstelligem Kontostand. Bro, soll ich jetzt irgendwie Kontoauszug oder so holen? Was Geld angeht, rede einfach nicht darüber, wenn du selber broke bist und noch nicht mal 1000 Euro in deinem Leben gemacht hast. Wenn du deine Mutter nach 10 Euro für McDonald's fragen musst. Ist halt schon mal sehr nice, wie du mit deinen Zuschauern umgehst, die halt nicht das Glück haben, mit Clickbait-Fortnite-Videos richtig viel Geld zu verdienen. Aber mal abgesehen davon ist deine Zuschauerschaft wahrscheinlich im Durchschnitt zwischen 7 und 14 Jahre alt. Digga, die haben halt Ich dachte, jetzt kommen zwischen 7 und
8. Praktisch gesehen noch nicht mal die Möglichkeit gehabt, Geld zu verdienen. Du disst einfach Kinder dafür, dass die nicht arbeiten. What the fuck, Alter? Mal abgesehen davon, dass du euch schon gezeigt hast, wie unfassbar arrogant du bist, hat der Typ doch eigentlich recht. Natürlich ist es an sich erstmal eine nice Sache, dass du für 5.500 Euro deiner Familie irgendwelche Sachen kaufst. Definitiv, also das soll jetzt nicht irgendwie komisch rüberkommen. Also natürlich ist das, wenn das überhaupt stimmt, schön, dass er seiner Familie Sachen gönnt, also finanziell. Aber das ändert, also ich finde, man sollte das nicht irgendwie ausnutzen, um zu relativieren, was er davor gemacht hat. Wisst ihr, wie ich meine? Also ja, muss im Endeffekt jeder für sich selber entscheiden. Aber wir wissen ja nicht, was da überhaupt stimmt. Er hat ja auch in der Vergangenheit oft gelogen und wir gucken einfach mal. Schimtek schreibt, warum müssen wir so ähnliche Usernamen haben? Kommt schon. Im Verhältnis zu deinem Verdienst ist das halt schon wieder relativ wenig. Ich meine, ich kenne Leute in meinem Freundeskreis, die ihren Geschwistern irgendeine PS4 für 300 Euro gekauft haben, obwohl die 100 Euro im Monat verdienen. Ich finde, man muss sich damit auch nicht profilieren. So, ich hab hier zum Beispiel auch meiner Oma, das erzähle ich jetzt lediglich, weil damit das Sinn ergibt, was ich sage. Ich habe meiner Oma auch schon super viel Geld überwiesen, weil die in Kasachstan einfach, keine Ahnung, nicht gut verdienen oder nicht viel verdienen. Und ich habe das jetzt vielleicht ein-, zweimal thematisiert, aber ich hänge das nicht an die große Glocke. Ich sage ja nicht irgendwie in jedem Stream, boah, wenn ihr wüsstet, wie oft ich meiner Oma schon Geld überwiesen habe und ich habe ihr so viel Geld überwiesen und meine Oma, die würde ohne mich gar nicht mehr leben. So krass war ich. Wenn es schlecht läuft, mache ich meine 20.000 nur im Monat. Wenn es aber gut läuft, kommt es eigentlich immer schon an die 40.000 im Monat dran. Sagen wir mal, du hast in einem durchschnittlichen Monat 30.000 Euro verdient. Das heißt, du hast 10% deines Geldes für das Geschenk deines Bruders ausgegeben und halt ungefähr 8 oder 7% für den Kühlschrank von deiner Mutter. Jetzt schreibt doch einfach mal gerne in die Kommentare, wie viel Prozent eures Einkommens in das Geschenk eurer Geschwister fließen. Wahrscheinlich ein bisschen mehr für die meisten. Ich will damit auch gar nicht sagen, dass es nicht cool ist, dass du den Leuten sowas kaufst. Und natürlich musst du jetzt auch nicht 5.000 oder 10.000 Euro dafür ausgeben. Aber das sind halt keine Gründe, wo du dich als Ehrenmann hinstellen kannst. Wenn Bill Gates jetzt... Aber ich finde das schon krass, ne? Die Sache ist, ich glaube ihm, dass der über 20.000 Euro im Monat verdient, wenn man sich die ganzen Klicks anguckt. Ich frage mich halt nur, also ich finde das irgendwie krass, wenn man so überlegt, dass wir in einer Zeit leben, wo man mit solchen Videos und solchen Videotiteln einfach 20.000 Euro im Monat verdient. Wenn es schlecht läuft. Irgendjemand ein Haus schenkt, dann sagt man ja auch, der nur 20k verdient. Der hat ihm einfach ein Haus gekauft, weil Bill Gates halt irgendwie zigfacher Milliardär ist. Du versuchst hier halt einfach mit Summen zu prallen, die deine Zuschauer halt im Leben nicht bezahlen können. Also vor kleinen Kindern zu flexen ist halt schon ziemlich cool. Also glaube ich zumindest. Wie dein Charakter ist, zeigst du meiner Meinung nach erst, wenn es um Geld geht. Und Gray schreibt, dieser Junge verdient 20k im Monat. Also ich kann mir das schon vorstellen, weil der macht irgendwie 15 Millionen Klicks im Monat. Und wenn das ein guter CMS ist, CPM meine ich nicht CMS, wenn das ein guter CPM ist, dann sind das locker 20.000. Da kommt ja noch dazu, dass er wahrscheinlich durch Streams ein bisschen was verdient, wahrscheinlich durch Merch, wahrscheinlich durch irgendwelche Placements. Also ich finde das schon realistisch, dass er ab 20.000 im Monat verdient, was crazy ist. Und um Personen, mit denen du eigentlich nichts zu tun hast. Und schauen wir doch einfach mal, wie der Z-Max da so abgeschnitten hat. Denn der liebe Z-Max hat früher mal Fortnite-Turniere veranstaltet tatsächlich. AsiTV hat das Ganze halt auch schon veröffentlicht. Er hat mal ein Turnier gemacht mit 500 Euro Preisgeld und eines mit 1.000 Euro Preisgeld. Und ihr könnt es euch natürlich schon denken, weil das hier im Video ist, dieses Preisgeld wurde natürlich nie überwiesen. Er hat das einfach nur gemacht, um halt krass auf YouTube anzukommen. Und damit natürlich noch nicht genug. Mann. Dann soll er noch Livestreams gemacht haben, wo er um Spenden gebittet hat, damit er Gewinnspiele machen kann. Diese Gewinnspiele gab es aber komischerweise überhaupt nicht. Und zumindest das mit den Turnieren hatte auch in einer Discord-Aufnahme damals bestätigt. Dann dachte ich mir so, okay, du musst jetzt was Fetteres bringen, dass mehr Leute auf deinen Kanal kommen. Aber ich finde das schon heftig, wie viel KuchenTV da raushaut, ne? Also das sind so Sachen, die hätte ich alles nicht gewusst. Also bei KuchenTV finde ich das cool, dass der wirklich Recherchen betreibt. Dass er wirklich sich damit auseinandersetzt und sagt, hier hat er zum Beispiel das Gewinnspiel nicht aufgelöst, hier gab es nicht mal ein Gewinnspiel, obwohl er behauptet, es gäbe ein Gewinnspiel. Hier ist komplett irreführender Clickbait, weil der Video in also die Sache ist, der hat sich wirklich damit auseinandergesetzt. Und ich habe da Respekt vor, weil ich hätte keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen. Dieser Hype nicht weg. Das ist Profi, Dankeschön. So 500 Euro Turnier, also, okay, wahre Recherche. Ich muss nachlegen. Bam, zack, 1000 Euro Turnier und ich habe mäßig gefaked so und sowas. Alpha Kevin hat in seinem neuen Video zu Z-Max zumindest gesagt, dass er danach irgendwann einen Teil des Geldes an diese Leute überwiesen hat. Aber meiner Meinung nach zeigt genau das, was für einen unfassbar schwachen Charakter du hast. Ich meine, dass du damals nicht das Geld bezahlt hast. Okay, das war eine Kackaktion, das hast du ja selber schon zugegeben. Aber du sagst doch heute selber, dass du 20, 30, 40.000 im Monat verdienst. Jetzt mal Real Talk. Was jucken dich 1.500 Euro? Warum gehst du nicht zu diesen Leuten und sagst, ey, ich habe euch damals verarscht, tut mir leid, hier habt ihr das Geld, vielleicht noch mit einem kleinen Bonus. Dann gibst du halt statt 1.500 irgendwie 2.000 oder 2.500 Euro Preisgeld raus. Das juckt dich doch überhaupt nicht. Stattdessen gibst du denen halt nur einen Teil des Geldes, obwohl du halt sowieso schon mehr als genug verdienst. Und das ist halt absolut dreist. Und das zeigt, was für ein Mensch du bist. Nicht der
der Kühlschrank oder der PC an die Leute, die du liebst. Ich meine jetzt mal Real Talk, hast du keine Erziehung genossen oder sowas? Hat man nicht... KuchTV ballert richtig raus. Hast du keine Erziehung genossen, du kleiner Mignon? Oh beigebracht, mein Gott. Dass so ein Verhalten andere komplett zu verarschen und über den Tisch zu ziehen einfach überhaupt nicht fit geht? Ich meine, selbst heutzutage machen wir noch Gewinnspiele, die halt alles andere als seriös sind. In diesem TikTok-Video sagt er dazu zum Beispiel Folgendes. Dass ich an zwei Leute in diesem und nächsten Video ein Silver-Server-Paket verschenken werde. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einfach nur diesen Kanal abonnieren, dieses Video liken. Ehrenmann. Und so oft es geht, euren Epic Games-Namen. Das Lustige ist ja hier dran eigentlich, dass er gar nicht immer nachprüfen kann, ob die Leute das Video geliked und seinen Kanal abonniert haben. Das stimmt. Aber das müssen die Zuschauer doch checken, oder? Denn einige Leute haben diese Dinge auch privat. Ich bin einfach mal selber durch die Kommentare gegangen und lustigerweise auch der erste, wo ich draufgeklickt habe, hat das nicht angegeben. Das heißt, entweder dieser Typ hat gar keine Chance zu gewinnen, obwohl er das alles gemacht hat, weil er die Sache nicht auf öffentlich hat, oder du löst dieses Gewinnspiel gar nicht auf und daher ist es sowieso egal. Oder natürlich die dritte Möglichkeit, es ist dir egal, was die da machen, sondern du nimmst random irgendeinen, der da was reingeschrieben hat. True. Also egal, wie du es drehst und wendest, das ist ein absolut unseriöses Gewinnspiel und ist wahrscheinlich auch rechtlich eher bedenklich auf jeden Fall. Man könnte ja eine Online-Anzeige wegen Betrug machen, wenn irgendwer die 5 Minuten Zeit hat. Im Video sagt er dann unter anderem auch noch Folgendes. Und Menschen kommen bis heute teilweise noch und es wird auch so in den nächsten Jahren so bleiben und werden dich so abstempeln und so. Naja, also ich sag mal so, vielleicht würden dich die Leute ja nicht... Ich habe gerade darüber nachgedacht, ich habe das ganz früher auch gebracht in Iblali-Videos, wenn ich Gewinnspiele gemacht habe. Aber damals konnte man das noch nachprüfen. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Schwierig, glaube ich, oder? Die ganze Zeit weiterhin so abstempeln, wenn du einfach mal mit diesem Dreck aufhören würdest und mal anfängst, vernünftigen Content zu machen. Aber hey, ich weiß schon, was du nach dem Video sagen wirst. Verstanden. Meine Videos werden jetzt besser. Aber Bro, verdien erstmal so viel wie ich, tu erstmal so viel für deine Familie und geh diesen ganzen Hate ein. So, weißt du, mach das durch, was ich durchgemacht habe und dann darfst du über mich urteilen. Was du schon alles durchgemacht hast, du... Ja, weiß nicht, das ist halt so typisches Gelaber, ne? Dieses, ja, du darfst nicht über mich urteilen, weil du hast nicht das durchgemacht, was ich durchgemacht habe. Die Sache ist, wenn ihr jemanden kritisiert, dann müsst ihr nicht unbedingt in seine Haut stecken oder ihr müsst auch nicht irgendwie, keine Ahnung, exakt dasselbe durchgemacht haben wie er oder sie. Wenn ihr der Meinung zeigt, dass eure Kritik gerechtfertigt ist, dann kritisiert. Du meinst wegen billigen Fake-Stories, Clickbait und weiteren Lügen Hate bekommen? Ja, stimmt, Digga. Keiner auf dieser Welt hat es härter als du. Ich meine, du verdienst durch diesen ganzen Hate ja auch gerade mal 20.000 bis 40.000 Euro im Monat. Also jeder Bauarbeiter, jeder Altenpfleger und jeder Maurer oder was auch immer, der würde auf gar keinen Fall mit dir tauschen, Alter. Vor allem dieses Meme hier, das bist einfach 1:1 du, oder? In seinem Video labert er darüber hinaus halt auch einfach echt Kacke, muss man einfach sagen. Ja, du sagst sowas, aber wieso hast du dir dann eine Iced Out Rolli oder Iced Out Ohrringe gekauft? Weil Diamanten nicht an Wert verlieren und das irgendwo auch eine Wertanlage. Ich selber kenne mich mit Schmuck und so weiter jetzt natürlich nicht auf, muss ich natürlich sagen. Aber ich habe einfach mal jemanden gefragt, der sich damit auskennt, und zwar den lieben Justin. Okay. Nee, eigentlich komplett gar nicht. Also außer eine Iced Out Datejust, da kriegst du immer das Geld eigentlich wieder, was du bezahlt hast, wenn du so 17, 18k bezahlt hast, aber jede andere Eishockey-Uhr verliert an Wert. Ups, Digga. Ich finde das witzig, dass er einfach Justin fragt. Einfach mal ebenso. Ja. Naja. Kann ja mal passieren, dass mein Scheiße da war, ne? Was kann ich halt noch zu Simek sagen? Also, es kommt natürlich immer auf die Person an, aber ich habe nicht das Gefühl, was gedacht, Annika, danke schön, dass so Influencer, wenn die sich sowas holen, das so als Wertanlage holen. Ich habe oft das Gefühl, das ist einfach nur um zu flexen. Also irgendwie, um das Selbstwertgefühl zu kompensieren oder was auch immer, einfach dieses, ja, guck mal, ihr habt das, ihr habt hier. Also, es gibt natürlich auch viele Leute, denen gefällt das tatsächlich. Die wollen wirklich eine Gucci-Tasche haben, die wollen wirklich eine Rolex haben, die 1000 Euro kostet. Die wollen, ist ja auch nichts, also, ich will das auch gar nicht, ich will das nicht beurteilen oder so, aber ich persönlich erstens fühle es gar nicht und zweitens, man kann auch mit anderen Dingen flexen. Ich könnte halt jetzt noch 10 Stunden weiter darüber reden, wie schlecht sein Content ist, weil er quasi in jedem Video entweder billigen Clickbait benutzt oder halt echt komische Aussagen bringt. Aber ich glaube, was ich euch mit diesem Video sagen möchte, ist halt schon ganz gut rübergekommen. Der Typ hat einfach null Charakter, verarscht seine Zuschauer von vorne bis hinten und stellt sich dann trotzdem als Ehremann hin, weil er von seinen 300.000 jährlich... Sagt der mit der Gucci-Jacke. Ich wusste, dass es kommt. Socks, ich wusste es. Aber das ist meine einzige Sache von Gucci. Prinzipiell, Gucci ist ja auch nicht durch und durch scheiße, weil die teure Sachen verkaufen. Der Domtello ist ja auch hier, der hat ja auch etwas von Gucci. Und vielleicht findet er es einfach nur schön. Der wollte das haben, weil er sich dachte, ja, ja Mann, das will ich haben, das finde ich schön. Und die Gucci-Jacke, die wollte ich auch haben, weil ich die extrem nice finde. Aber ich würde mir nicht Sachen holen, aufgrund dessen, dass es die Marke ist. So, ich würde nicht sagen irgendwie, yo, ich brauche diese Tasche, weil sie von Gucci ist. Das interessiert mich gar nicht. Ich will einfach nur eine schöne Tasche haben.
monatlichen Einnahmen irgendwie 5000 Euro an seine Familie weitergibt. Wo er den Gaming-PC sogar noch ganz locker easy von den Steuern absetzen kann. Wo er dann vielleicht insgesamt mit dem Kühlschrank vielleicht sogar noch 4000 bezahlt hat. Seine ganze YouTube-Laufbahn ist halt einfach auf Clickbait und Lügen aufgebaut. Und ja, momentan läuft es zumindest von den Klicks ja ganz gut. Du machst 15 Millionen im Monat. Aber hast du mal das so ein bisschen krass an die Zukunft... Das ist wirklich krass. Also es gibt so Tage, da macht er auf einmal 2000 Abos. Also ist schon... Ja, keine Ahnung. Also seine Zuschauer juckt das halt nicht, ne? Das sind halt alles relativ junge Zuschauer. Wenn ihr die irgendwie, keine Ahnung, wenn er seine eigenen Zuschauer verarscht, wenn er irreführende Clickbait betreibt und so weiter und so fort, wenn er solche Sachen macht, das juckt dir halt nicht. Zukunft gedacht. Ich meine, du machst, obwohl du 15 Millionen Klicks im Monat bekommst, einfach nur 8000 Abonnenten im Monat. Das ist halt nicht wirklich eine wachsende Community, mein Freund. Ich mache zum Beispiel mit knapp 6 Millionen Klicks über 26.000, also schon deutlich mehr pro Viewer. Das Ding ist halt, momentan läuft dein Kanal halt ganz gut. Aber du merkst ja selber an deinen Bewertungen und wie du in den Kommentaren ankommst, dass das Ganze immer mehr negativ wird. Mag sein, dass es noch ein, zwei Jahre läuft, aber ich kann dir jetzt schon sagen, dass wenn du so weitermachst, du genauso enden wirst wie ein Miguel Pablo, den heutzutage einfach kaum einer kennt, außer wenn er mit ABK Videos dreht. Wenn das natürlich dein Ziel ist, deine komplette Laufbahn kaputt zu machen... Also ich habe generell das Gefühl... Das haben wir so ein bisschen die letzten Jahre gezeigt, dass YouTuber, die extrem im Hype sind, aber problematische Dinge tun, wie zum Beispiel komplett irreführende Clickbait oder, keine Ahnung, irgendwelche Leute verarschen, irgendwelche Leute anlügen, das Ganze kommt raus. Die verlieren ihren Hype viel, viel schneller als andere YouTuber. Und ich glaube, das ist normal, dass man irgendwann seinen Hype verliert. Ich habe ja auch nicht mehr den Hype von 2014, was vollkommen okay ist. Aber bei mir läuft halt trotzdem. Bei mir läuft trotzdem, obwohl ich seit 11 Jahren dabei bin. Seit 11 Jahren bin ich aktiv auf YouTube und ich bin immer noch da. Und das kann man nicht von allen behaupten. Und die Leute, die halt damals extrem problematisch waren, ich habe das Gefühl, von denen hat man gar nichts mehr. Dann mach natürlich gerne so weiter. Ich bin der Erste, der sich darüber freut. Vielleicht denkst du aber doch nochmal darüber nach. Entschuldigst dich bei den Zuschauern, die dir wirklich alles ermöglicht haben dafür, dass du sie... Das soll natürlich auch nicht heißen, dass ich irgendwie fehlerfrei bin oder so. Ich habe natürlich im Laufe meiner YouTube-Karriere auch Fehler gemacht. So ist es nicht. Aber ich würde nicht sagen, dass ich irgendwas Schwerwiegendes gemacht habe. Also ich habe meine Zuschauer nicht angelogen. Ich habe, keine Ahnung, es gab eine Lüge. Die ist eine Horror-Video, wo ich gesagt habe, ja, da steht jemand. Aber in Wirklichkeit war es nicht. Das war das einzige Mal, wo ich bewusst gelogen habe. Ja, aber ich glaube, meine Weste ist noch relativ rein. Es hat so ein paar dunkle Flecken, aber es ist noch relativ rein. Dauernd immer wieder und wieder verarscht, obwohl sie dir dein komplettes Leben finanzieren. Gibst den Leuten endlich ihr Geld, was sie in den Turnieren gewonnen haben und machst doch endlich vernünftige, seriöse Gewinnspiele. Oder du wartest einfach, bis es mal einen CEO-Wechsel bei YouTube gibt und man tatsächlich für irreführende Titel und Thumbnails gesperrt wird oder seine Partnerschaft verliert. Okay, das war ein interessantes Video. Ja, keine Ahnung, also hatte jetzt nicht irgendwie in dem Sinne einen Mehrwert, dass ich neue Sachen über Simix herausgefunden habe. Also für mich ist es immer noch ein YouTuber, mit dem ich leider überhaupt nichts anfangen kann. Wenn er euch gefällt, gönnt ihn euch. Ich persönlich, ich fühle das einfach nicht.